Hallo und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ja, in der letzten Folge haben wir einen wirklich gelungenen Start hingelegt. Wir haben unseren ersten Arbeitstag quasi abgeschlossen. Wir müssen nur noch da hoch quasi. M2Read Map, wieso sollte ich das jetzt machen? Kann ich sowieso nicht. Ich habe die Schreibmaschine in der Hand. Ja, wir sind quasi hier gestartet, haben ein bisschen unsere Vergangenheit aufgearbeitet, haben ein paar Teenies davon abgehalten, hier den ganzen Wald abzufackeln mit ihren dämlichen Feuerwerksraketen oder einem schlecht ausgetretenen Lagerfeuer. Und ja, jetzt sind wir wieder hier am Turm und unsere Schreibmaschine lag hier unten. Ach ja, auf dem Rückweg haben wir noch irgend so einen creepigen Typen beobachtet, wie er uns beobachtet hat. Und was zum Henker macht unsere Schreibmaschine hier unten? Irgendein Spacko war da oben und hat die runtergeworfen. Na gut, runtergeworfen, danach sieht die jetzt nicht aus, aber irgendjemand war in unserem Turm. Und ich glaube, das sollten wir mal berichten. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. Ist da oben jemand? Wenn da oben ist natürlich jemand drin, das bin ich am Arsch. Sieht alles ziemlich ruhig aus. Ja. Das Fenster wurde irgendwie aufgehebelt, wie man sieht, und ach du heilige Scheiße, hier wurde ja alles durchwühlt und, aha. Ja, ich würde das ja gerne reporten, aber ich kriege ja keine Anzeige. Ja, sehr gut. Broke window. Someone broke in. They what? They just, they wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker! Holy shit! I'll let the Forest Service know what happened. Ja, Supervisor, das wäre wirklich sinnvoll, wenn das die Leitung erfährt. Okay, I put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Boah, keine Ahnung. Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I've done it before. Okay, tough guy. Tag 2. Wir haben Tag 1 überstanden und ja, das war mal eine Überraschung. Erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Hätten hey, wir das... Wake up. Ja, ist ja gut. Hätten wir das Fenster nicht irgendwie notdürftig flicken können? I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Sehr gut.
I don't really know why that would be the case. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? You probably had to hike through a cave yesterday to get home. Yeah, I did. So you're going to want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Hank wie Hank Tucker? Sind wir etwa Hank Tucker? Das wäre natürlich... Das wäre genau das Richtige für einen gewissen anderen. Tja, ach, hier liegt ja auch der ganze konfiszierte Kram. Das ist ja interessant. Tja, sollen wir das erstmal da stehen lassen? Konfis... Ja, haben wir ja eigentlich schon. Keine Ahnung, wäre schlau, wenn ich das erstmal hier stehen lasse. Keine Ahnung, ich lasse mal da stehen. Tja, der Sturm soll also die Telefonleitungen beschädigt haben und wir sollen uns den Schaden mal angucken, wie groß er ist, was es auf sich hat. Wir sollen irgendwo Richtung... Hier sind wir. Der Canyon und dann irgendwie Richtung Norden oder so, wenn wir rauskommen. Habe ich das eben richtig verstanden? Ich habe natürlich mal wieder wunderbar zugehört. Oder sollen wir... Ach, wir sollen bestimmt dieser Linie hier folgen, oder? Also nach hier oben. Das könnte natürlich durchaus sein. Firefinder. Kann ich mit eigentlich irgendwas machen? Ja, so ein Ding könnte ich eigentlich recht gut gebrauchen. Aha. Death strikes at 2. Finde ich cool, dass man sich hier alles angucken kann. Und wie liebevoll er das hier so hinwirft. Okay, wir haben noch Strom. Das ist positiv. Naja, ich würde mal sagen, Tag 2. Auf geht's. Können wir nicht irgendwie abschließen, wobei das bringt es wahrscheinlich nicht wirklich. Na dann. Gucken wir uns mal die beschädigte Stromleitung an. Beziehungsweise die beschädigte Kommunikationsleitung. Ja, der Sturm hat hier gut was umgerissen. Das kann man nicht anders sagen. Gut. Wir sind hier. Ich halte Machen. Nein, das wollte ich nicht. In die Richtung? Sollten wir jetzt erstmal in die Richtung halten. Na komm, ein bisschen Frühsport hat doch niemand geschadet. Ein umgefallener Baum. Sehr gut. Ooh, that wind last night actually tore up some trees near my tower. I know, right? Ugh, it's out of this world. Now, imagine we had a big fire burning. Yeah. Jesus. It's something else. I've seen a still evening kick up 45 mile an hour winds in no time. If that happens this summer, you'll really be in for it. Na, hoffentlich gibt's hier keinen Waldbrand. Das haben wir natürlich ein Problem. Mann, ich will immer Shift drücken, um zu sprinten. Naja, dann wollen wir mal.
komm, und. Oh, sehr gut. Die Richtung müsste ja prinzipiell richtig sein. Genau, hier ist der Canyon, wo wir rausgekommen sind. Und dann sollen wir uns Richtung Norden halten. Ich gehe mal diesen Weg hier. Den man eigentlich auch gehen soll. Wir sind ja, glaube ich, am Ende von Tag 1 hier so ein bisschen hochgeklettert, was hier ein bisschen schneller geht. Ich bin ein bisschen paranoid und gucke mich jetzt immer ein bisschen mehr um wegen diesem einen Typen, der uns hier beobachtet. Settings. Ich mache mal alles ein bisschen lauter. Die Stimmen hätte ich gerne ein bisschen lauter. Okay, das könnte ein bisschen zu laut sein. Okay, das könnte jetzt echt gerade ein bisschen zu laut sein. Das ein bisschen runter. Ach, passt schon so. Sonst rieche ich halt immer ein bisschen lauter. Können wir hier runter? Ach du Heiliger. Ah. Okay, hier können wir nicht wirklich runter. Wir müssen doch irgendwie... Wir müssen irgendwie hier runterkommen. Hä? Wie komme ich denn... Wieso hat das hier gerade so kurz geruckelt? Die Frage ist, war es denn wirklich der Sturm, der die Telefonleitung beschädigt hat? Ich meine, wenn man sich hier so die Verwüstung anguckt, könnte das durchaus der Fall sein. Aber nach diesem creeping Typen gestern und dem Einbruch bei uns im Tower bin ich mir da nicht so sicher. Okay, wenn ich jetzt weitergehe, müsste eigentlich eine Abzweigung nach Norden kommen. Das müsste dann eigentlich richtig sein. Wir können was zu diesem Nebel hier sagen. Okay. Hier, würde ich gerne machen. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? You know, boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. I love that bar. Why don't you go anymore? I took this job. Oh, duh. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, if there's anyone or anything you want to talk about, fire away. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Man wird ja wohl noch fragen dürfen oder nicht.
Das klingt aber wirklich ein bisschen komisch. Moment mal. Hat ich hier nicht gestern dieses Radio reingetan? Wo ist das? Jemand hat das Radio hier geklaut. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja eine absolute Frechheit. So, ich guck mal da auf die Map. Wenn wir hier Richtung Norden gehen, müssten wir eigentlich zu dem Punkt kommen, den sie uns am Anfang gesagt hat. Ich finde es irgendwie ein bisschen doof, dass... Ich meine, wozu ist bitte dieses Questlog hier da, wenn es eins sein soll? Hier steht nie was drin. Ich hoffe, ich gehe jetzt auch richtig hier. Kann sein, dass ich irgendwie am Anfang völlig falsch zugehört habe. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Erstmal durchs dicke Gebüsch gehen. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht wirklich verhört. Da oben kann man runterklettern, wenn man ein Seil dabei hätte. Hier ist noch mehr Nebel. Wir können mal ein kleines Stückchen joggen. Da geht es da lang, okay. Wenn das mal nicht Leitungen sind. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ohne Spaß, seit diesem creeping Typen fühle ich mich irgendwie permanent. Was? Was war das? Ich hatte gerade irgendwie... Ich konnte gerade irgendwas auswählen. Habe ich irgendwas gesehen? Hä? Was? I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. Sehr gut. Wir sind komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Das ist ja mal eine positive Nachricht. Ohne Spaß, das Ganze wird hier immer creepiger. Okay, ich habe hier auch gerade keine weitere Gesprächsoption. Mal auf meine Karte gucken. Was haben wir hier denn? Warte mal, von da kommen die Kabel. Was krieg ich denn immer für eine... Hä? Was kriegt denn hier immer für eine Gesprächsoption? Hä, was? Aha. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. You just need to walk along them all the way up there and make sure everything's in ship shape. In die Richtung hier also. Gut. Ich möchte mich aber hier noch mal ganz kurz umsehen. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril.
I mean, I'm in the right area? Yeah, the wire runs quite a ways north. Just follow it up to the point that I mentioned. Hm. Hier ist eine Notiz. Q, um es zu lesen. Ach du heilige Scheiße. Ich überfliege das mal ein bisschen. Aha. Das hört sich irgendwie ein bisschen creepy an. Das würde ich gerne mitnehmen. Muss ich dazu E drücken? Das war jetzt ein bisschen... Kann ich darüber reden? This outhouse is in the middle of nowhere. Well, I hate to tell you, but everything out here is in the middle of nowhere. You know what I mean. Am I on the right track? Just keep following the wire to the top of the ridge, and then you can head back. Ja, Moment, ich würde aber gerne etwas anderes sagen. Kann ich nicht irgendwie jetzt sagen? Ich würde gerne sagen, was ich hier gefunden habe. Das hörte sich irgendwie ein bisschen nach einer Art, in Anführungsstrichen, Gedicht an. Von so einem Typen, der hier... Von so einem Typen, ich dachte, ich hätte da jemanden gesehen, von so einem Typen, der hier irgendwie, ne, jetzt lebe ich hier nur noch im, Anführungsstrichen, Dschungel. Anything I should know about the cabin at the top of this hill? Hello? Okay, then. Sollte ich mir das mal angucken? Gut, ich nehme mal an, das höchst geniale Passwort ist genauso wie sonst immer 1, 2, 3, 4. Also wirklich höchst kompliziert. Darauf kommt bestimmt gar keiner. Was haben wir denn hier? Ein Hut. Found an old hat from a Korean war vet. You'd be surprised how many former service members take this gig. Well, makes sense. I imagine if you've been through war, you probably can't get enough silence. Hey. Kann ich den mitnehmen? Ach so, lol. Oder so. Ich würde gerne noch mal dieses Schriftstück in die Hand nehmen und irgendwie, kann ich das irgendwie... Ich will es in die Hand nehmen. Wieso kann ich das jetzt nicht nochmal nachträglich in die Hand nehmen und es reporten? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. Ja, komm jetzt. Jetzt wie dieses Haus doch mal an. Sehr gut. Sieht hier alles höchst stabil aus. Kann es sein, dass das irgendwie mal... Alter, ist das windig hier. Hm.
War das hier irgendwie mal so ein alter Posten? Runter. Vielleicht irgendwie. Da liegt doch irgendwas drunter. Tja, nichts drin. Das sieht mir irgendwie so aus wie ein ehemaliger, verrotteter, alter Wachposten, sowas ähnliches, was wir da jetzt auch haben. Na gut. Vielleicht wohnt hier ja dieser, also in Anführungsstrichen, vielleicht wohnt hier ja dieser andere Typ, der uns immer beobachtet. So, komm, ich gebe mal ein bisschen Gas. Weil sonst noch irgendwas außer die Note. Wir gucken uns mal ein bisschen die Leitung an. Die muss natürlich hier repariert werden. Wir sind natürlich ein Alleskönner. Das kriegen wir schon hin. Da oben führt die hin. Okay. Da ist irgendwas in der Ferne. You wake up pretty early then, huh? Soon as the sun comes up. Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I'll get used to it. Been a bit of a night owl for a long time now. Oh, it's fine. I mean, fires don't really start until 11 a.m. or so. Oh, sehr gut. Seriously? No. Good lord. I just thought maybe it was one of those things like how earthquakes only happen at sunrise and sunset. That's not true either, Henry. Jeez, we're really letting anyone in these days. Was steht da denn? Habt ihr es gerade auch gehört? Da war doch irgendein Rascheln. Die Frage ist, müssen wir jetzt da oben hin oder müssen wir noch weiter nach hinten? So. Komm. Wieso liegen hier Bierdosen? Hey, so. There are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Ich nehm's mal mit. So. Und hepp. Aha. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Warum ich hier gerade nochmal runtergehe? Ja, ich habe die Dosen da auf dem Boden gesehen. Ich würde nur nochmal gucken, ob hier irgendwie noch welche sind. Hm.
Ja. Kann ich gleich die aufsammeln? Also diese Dose ist hier mal schön in Steine geglitscht. Und diese hier irgendwie auch, die kann ich nicht aufsammeln. Aber die kann ich bestimmt aufsammeln. Naja, ich räume auf, was es aufzuräumen geht. Tja, diese Bierdosen lenken natürlich schon ein bisschen den Verdacht auf die Teenager von gestern. Allerdings, naja, ich sag mal so, es gibt mehr Leute, die Bier trinken. Und es gibt sicherlich auch mehr Leute als diese beiden Teenies, die dieses Bier trinken. Außerdem, ganz ehrlich, die Teenies laufen doch nicht hier über die ganze Map irgendwie. Ja, das kann ja gar nicht sein. Das glaube ich jetzt eher weniger. So, ja. Kann ich hier irgendwie weitergehen? Nö. Ja, hier ist Ende. Das sieht mir ein bisschen nach einem sauberen Schnitt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Man hat so eine kleine Zwischenfrage. Sie hat gerade gesagt, sie schickt hier quasi so eine Art Techniker hin. Wie will sie das denn bitte schon machen, wenn die Kommunikation unterbrochen ist? Sie kann ja nicht telefonieren, wir sind ja von der Außenwelt abgeschnitten. Schickt jetzt irgendwie einen Brief oder so, aber was per Brieftaube. So, sie hat quasi gesagt, wir sollen zum Turm zurückgehen und Ausschau halten. Und dann hat sie gesagt, wir sollen irgendwie gucken, ob wir hier irgendwie ihre Spur zurückverfolgen können. Meinte sie damit den Müll hier irgendwie? Ganz ehrlich, das war noch nicht die... Oder? Könnten das die Teens gewesen sein? Also ich weiß ja nicht. Ist das ein typisches Teenie-Verhalten? Erstmal Müll aufsammeln. Tja, da unten geht's weiter. Ich kann ja mal ein bisschen die Spur verfolgen von denen. Ja, ihr Camp habe ich ja gestern prinzipiell gefunden. Ich meine, da war ja so ein Lagerfeuer mit zwei Zelten. Ohne Spaß, wie kann man eigentlich so viel Bier saufen? Wie viele Bierflaschen haben wir eigentlich mittlerweile schon gefunden? 20, 30, 40, 50?
bin ich eigentlich gerade? Hier oben bin ich. Supply Drop. Wir waren ja gestern da, oder? Ganz ehrlich, die sind doch nicht... Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwie noch ein paar weitere Bierspuren finde. Ach Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Vielleicht geht's hier irgendwie. Ich hatte mal ein bisschen nach diesen Bierdosen aus. Schau mal gucken, wo die mich hinführen. Die Frage ist, geht die Spur jetzt hier weiter oder da vorne links? Tja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich springe mal einfach hier runter. Tja. Ach du heilige Scheiße. Uiuiui. Uiuiui. Was haben wir hier denn? There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. No. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer. Why? Where did they go? I don't know. I never really hit it off with old Ned. And, one day they were just gone. Sucks. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a Photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Waren das denn zwei Mädchen? War das nicht ein Junge und ein Mädchen? Nee, wobei, anhand der Anziehsachen, die ich gefunden habe, waren das wohl... Hä? Also, was stimmt doch hier nicht. Tja. Take a picture. Na, ich würde das jetzt aber ungern irgendwie jetzt schon verschwenden. Wir haben 18 Schuss in Anführungsstrichen. Ich würde mal sagen, wir probieren mal unser tolles neues Seil aus. Na denn? Na komm. Sehr gut.
Haben wir jetzt eigentlich unendlich Seile, oder? Ich hoffe mal, wir haben unendlich Seile. So, ich würde gerne noch da, ja, komm, hier, mach. Ich würde gerne noch da vorne das Ding hier gerade aufmachen und dann auch ein Folgenpäuschen. Tja, das Camp finden von denen. Ja, eigentlich waren wir da gestern schon, wie gesagt. So, machen wir es hier mal gerade auf. Mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Ach. Das habe ich, glaube ich, eben bei dem anderen vergessen, oder? Note. Hier ist eine Note. I went up to check out the new guy. Huh? Dave. One. Hä? Das klingt wie eine Nachricht von jemandem, der uns beobachtet. Ron. Ein gewisser Ron schreibt an einen gewissen Dave. Warte mal. 6. Nee, Moment. Das ist ja schon. Die Nacht ist ja schon 3 Jahre alt. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, spielt das hier im Jahr 89. Und das hier ist ja vom Jahr 86, wenn ich das da oben richtig interpretiere. Hä? Ist irgendwie alles sehr verwirrend. Ich nehme das mal mit. Was haben wir denn hier? Alter, was ist das denn für eine Megakralle hier? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? Also ich muss mir echt angewöhnen, wenn ich hier diese Dinger finde, dass ich auch meine Map irgendwie update. Das ist doch recht wichtig, wie man sieht. Hier, jetzt sieht man nämlich diesen Punkt da. Cut Comwire. Ja, hier, dieses Gebiet da oben rechts haben wir nicht, weil ich die Information vergessen habe mitzunehmen. Aber immerhin haben wir es uns hier markiert. Ja gut, ich meine, so viel bringt dieses Map-Update jetzt auch nicht. Ich meine, die Linien, die wir hier eh schon sehen, werden nur nachgezogen in Rot. Ja, super. Die sehe ich auch quasi so. Wir sind hier. Supply Drop. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wo wir jetzt als nächstes hin sollen. Sollen wir zurück zu unserem Turm gehen und Ausschau halten? Sollen wir irgendwie nochmal gucken, dass wir irgendwie eine Art Lager finden? Was ist... Hä? Also klar, wir sollen das Lager von diesen Teenies finden, nur sind die überhaupt... Lol. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Na komm. Das ist südlich vom See, wo wir gestern waren. Tja, ob das die Teenies sind oder ob es sich dabei um einen Waldbrand handelt, das werden wir dann wohl in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Also Firewatch, echt geiles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, der auf ein bisschen Exploration steht.
Waren es die Teenies? Waren es der... Ich weiß nicht. Ich will jetzt ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich weiß nur, dass wir in der nächsten Folge diesem Rauch nachgehen. Und mal gucken, wer da Scheiße im Wald baut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.